richtig gut abgehen könnte. Gut, dann würde ich sagen, erkunden wir mal den Mond. Hätten die dieses Labor nicht an einem sonnigeren Ort bauen können? Was du nicht sagst. Aber falls wir hier was finden, was uns bei der Navigation durch den Kobo-Abyss hilft, umso besser. Laut Grease ist der Abyss ein Schiffsfriedhof. Und wir sind jetzt auf einem Mondfriedhof. Also das Ding ganz ist... Ganz schön viele Friedhöfe. Ganz schön viele Friedhöfe. Ich verstehe den Witz ja, ne? Sehr lustig, von wegen... Wieso nicht auf einem sonnigeren Planeten, wenn wir auf dem Mond sind? Haha. Bisher habe ich einen nervösen Latero gesehen. Ist doch voll hell hier, also ich meine... Ein bisschen kalt wahrscheinlich, aber sonst. War doch nicht meckern. Hm? Ja, was? Wir hatten doch gerade irgendwas zum Interagieren. Hallo? Ach hier. Ach, da hinten. Mich an die Anlage im Wald. Nur in einem weit größeren Maßstab. Hm. Ja, genau. Und sind ja auch verbunden so, ne? Gut. Ja, verdammt. Ich hab grad Cashewkerne gegessen und jetzt. Diese Station ist geschlossen. Sind die natürlich noch schön in den Zähnen da. Sie sind hier. Wer? Wir wurden angegriffen. Ja, sie sind hier. Evakuierungsprotokolle laufen. Okay. Diese Station ist geschlossen. Hm. Es ist gefährlich, hier zu bleiben. Oh. Cordova sagt, es gibt Aufzeichnungen eines Versuchs von Soll der Gegner mal kommen, du. Das sieht nach Kree's Handwerk aus. Kree? Würde sie sowas machen? Oh, eine Esche. Okay, also nicht. Oh, ich hab's verpasst. Richtung. Echt? Ja, doch, oder? Ist halt eingestürzt, aber ich würde sagen, wir gehen nochmal hin. Dass hinter dem Abyss etwas ist. Santari ist der Meinung. Ich nehme an, das reicht dem Rat. Ne, okay. Krass. Die Unüberzeugten. Zwei Wissenschaftler der Hohen Republik diskutierten die Sternanomalie und ihre Arbeit in der Anlage. Trotz einer Unstimmigkeit über das genaue Ziel ihrer Arbeit wollen beide ihre Forschung weiterführen. Dann hat sie ein ganz schön hohes Ansehen, aber ich meine, die haben ja irgendwie trotzdem nicht dann auf sie gehört, also. Achso, hier sollen wir dann mal. Weil sonst, sie hat ja bestimmt da ihre Meinung eingebracht, weil sie wollte ja diesem Dan, wie heißt er, Dana? Dane? Wollte sie ja helfen. Wundert mich jetzt so ein bisschen. Aber nein, vielleicht erfahren wir das ja noch, mal schauen. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Ort nach so langer Zeit funktionsfähig ist. Bleiben wir Wasser. Wir müssen dieses Labor finden. Das erinnert mich an diese... Ich wäre einfach gesprungen gerade. Das erinnert mich an diese unterirdischen Höhlen da, diese Steampunk-artigen Höhlen in Skyrim, die auch nach quasi ganz langer Zeit immer noch funktionstüchtig waren, mit den ganzen Maschinen, die da noch gehaust haben. Die halten das halt im Schuss, ne? Machen wir eine Pause. Ja, haben wir. Ne, wir haben noch nicht. Aber gleich. Gleich haben wir endlich diesen neuen geilen Skill. Da freue ich mich schon richtig drauf. Achso, hier oder da hinten lang? Ja, sieht gut aus. Oh, was? Achso. Hallo? Können wir mit dir reden? Können wir dir helfen? Oder? Können wir dich töten? Oh, nicht hin. Ich meine, ja, ich wollte es ausprobieren, aber ich dachte eigentlich, es klappt nicht. Sieht ziemlich aktiv aus. My bad. Ach, da ist jemand. Oh mein Gott, okay. Hallo? Ja, was geht mit dem ab? Achso, genau, wir können ja jetzt schießen. Wow. What? Erstmal kämpfen lernen mit dem neuen Ding, aber... Ja, klappt nicht. Toller Tipp. Gib mir mehr. Abgewehrt.
Achtung! Abgeblockt! Wir haben auf uns gewartet. I don't know, man. Danke, wird Baby. Ganz schön hart. Entweder es liegt einfach jetzt auch an dem niedrigen Damage, den wir wahrscheinlich machen damit. Ach siehst du, vielleicht sollten wir dann dafür auch erstmal was skillen, wenn wir das jetzt erstmal vielleicht brauchen. Weil die scheinen das ja auch gut abzuwehren, ne? Normale Laser-Schwertschläge. Vielleicht ist es dann eh besser mit Blaster hier zu spielen. Was denn hier schon? Nein! Ja, da gehöre ich wohin. Verdammt. Ich wollte nach hinten rüberspringen über diese Brüstung, aber das ging leider nicht. Huah! Schade. Alles gut! Ich bin okay! Ach so, ja, ich nicht. Schön, dass es dir gut geht. Hey, ja, voll dumm! Warum sollte ich ihn jemals herziehen? Gib mir jetzt Stim! Nein, danke! Wie scheiße ist das? Ich will mein Geld zurück! Langweilig! Bringt ja gar nichts! Fuck. 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 Nein. Nein. Scheiße, mein Level ist weg. Ich hab ganz vergessen, dass der das da hinten ja hatte. Oh nee. Lol, das hat als Damage gezählt. Ja, toll. Aber der hatte ja nichts. Ach Scheiße. Oh yeah, ich hab einen Jetpack. Oh yeah. Feuer. Ey nein, wir hatten das Level und jetzt haben wir gar nichts mehr. Als würde das funktionieren. Na klack, 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 klack. Oh. Wie nicht tot. Ha, nein. Ja, das ist doof gelaufen, ne? Jetzt haben wir leider kein Level Up. Ich habe mich echt gefreut auf das Level Up. Toll. Ganzes Level verloren. Das ist doof. Alles gut! Ich bin okay! Ist denn da irgendwas? Hätte ich da durchgehen können? Suchen irgendwas. Ist hier ein Schiffmann hier? Ich hätte gedacht wegen diesen Dämpfen, aber gut, war wahrscheinlich, dass wir... Oh, können wir hier reinspringen und Schaden bekommen? Ne, nicht mal das. Nicht mal das. Ja, ich glaube, das war einfach, dass man den halt hier schnell ausschalten konnte über den Weg, ne? Hm. Tja, sehr schade. Verriegelt. Sehr schade. Seid gegrüßt. Oh mein Gott. Okay, jetzt verstehe ich das. Die sind einfach dafür da, einen abzulenken. Viele warten hier denn noch auf uns. Ohne gute Aktion, BD. Ein schlechtes Gefühl? Ja, nee. Ich auch. Oh, warte mal. Hä? Die auch? Nein, sag mir nicht, die kommen jetzt. Das Ding ist, eigentlich wollte ich den da anvisieren. Dass der für uns kämpft, aber jetzt sind die hier auch noch alle, oder was? Ich kann den aber nicht anvisieren, ne? Du
willst mich beschützen. Ich werde dich aufhalten. Tatsächlich. Okay, die müssen wir vorher alle ausschalten. Krass. LOL! Das war richtig smart, hier in den Gang zu gehen. Holy shit. Alle nacheinander abgefrühstückt. Geil. Das war geil. Okay. Hat dann ja doch noch geklappt. Ob man hier gute XP farmen kann? Wie viel XP hat das jetzt gegeben? Hast du was gefunden? Müssen wir mal gucken. Gute Arbeit, BD. Wir haben Viertel nur. Och man, ich werde Level up. Ich habe ganz vergessen, dass ich das ja da hinten verloren hatte. Schade. Wir müssen das Ding öffnen. Naja, das nächste Level kommt bestimmt. Ist schade, anders. Okay. Ja, aber also bisher bin ich von dieser Blaster-Technologie nicht so angetan. Wo ist das Laboratorium? Das Labor ist gesperrt. Das Labor ist unzugänglich. Du bist okay. Versteck dich irgendwo. Ich habe keinen Zugang. Ich habe es ihnen gesagt. Bitte lassen Sie mich. Die Raider haben diesen Droiden ziemlich zugesetzt. Ich habe keinen Zugang zum Labor. Bitte lassen Sie mich. Ja. Okay. Viel Glück. Ist okay. Wir haben einfach komplett Verriegelungsmodus aktiviert. Sagen nichts mehr. Machen einfach dicht. Infos kriegst du nicht mehr aus dem Haus. Naja, Metalle finde ich noch ganz nett. Ach hier, der Shortcut. Hat sich der Weg sogar gelohnt. Das ist gut. What? Oh! Boss! Oh, aber verliert ganz schön schnell seinen Balken. Leite Energie um! Na, ich habe keine Dings mehr. Dafür ist die Abkürzung gleich wichtig. Oder wir schaffen den einfach so. Wow! Der Kopflose! Ah! Nice! Ach, guck mal. Hat sogar ohne Stims geklappt. Auf dem Ding steht groß dein Name drauf. Werden wir etwa besser? Schön. Hey, was hat das jetzt gebracht? Aber das Doofe ist halt, wenn wir jetzt natürlich sterben und die Wahrscheinlichkeit ist halt da, weil wir nichts mehr an Leben haben. Dann wird das hier hinten irgendwo sein, ne? Und ich weiß auch gerade nicht, können wir da denn ran? Okay, wir können da schon mal ran. Achso, klar, dahin kann man klettern. Da ist dann so ein Elektro-Ding. Achso, dann geht's da oben weiter. Na gut, okay. Boah. Alter. Wäre ich jetzt einfach direkt gestorben, das war so schnell. Oh, es kitzelt schon. Wow. Nein, 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 nein. Knapp. Aber wir haben's. Sehr schön. Oh. Da
Da geht's zurück. Haben wir hier noch was? Man muss eigentlich überall mit dem Gegner rechnen, ne? Vor allem, wenn ich so 0 HP habe. Ah, das ist natürlich geil. Da kommen wir natürlich zurück. Oh, da unten ist XP. Achso, hier wird es runtergehen. Hier noch eine Abkürzung freischalten. Da gehen wir jetzt erstmal noch nicht rein. Das sieht mir ein bisschen zu gefährlich aus da. Auf eine Sauna habe ich gerade nicht so Bock. Aber lass uns doch nochmal kurz hier zurückgehen, weil dann können wir, glaube ich, zum Safe Point, ne? Sieh mal da vorne, BD! Wow! Es ist nicht dein Ernst. Warum hat er gesagt, sieh nach vorne, BD? Warum nicht zu mir? Ich habe nicht nach vorne geschaut. Wo ist jetzt mein Loot? Achso, ja klar, wir spawnen ja erstmal am Dings. Oh, ich habe das gar nicht gesehen, da kamen diese Funken, ne? Vielleicht mal mit der Waffe. Jetzt müssen wir halt diesen ganzen Weg, ne? Gesehen. Ich durchbohre dich. Das wirst du so schnell nicht vergessen. Er macht es mir nicht leicht. Nee. Ja, ich wollte auch wechseln. Ich drücke mal C zum Wechseln. Deine Entschlossenheit gefällt mir. Na gut, es ist tatsächlich doch mal ganz nett, zwischendurch so einen Schuss zu haben. Hat was. Hat tatsächlich was. Oh, Alex! Nein, Alex, warum? Nein, meine XP sind wieder weg. Danke für deine Punkte. Scheiße, es kann nicht wahr sein. Nein, alles gut, dich trifft keine Schuld. Das war mein Bad, aber nein. War schon wieder fast Level up. Wie geht's dir? Alles gut? Oh. 95%? Dankeschön, Kibani. Hallo. Schönen guten Tag. Ich hoffe, bei euch ist alles fit. Oh shit, den anderen getroffen. Den freundlichen. Okay, ich finde immer mehr Gefallen an dem Blaster-Kampfstil tatsächlich. Ist mal ganz nett, so Abwechslung zu haben. Oder halt auch allgemein diese... Du kannst halt schön so ein bisschen den Gegner kaputt stechen, dann schießt er mal. Und klar, es ist vielleicht nur wenig Schaden, aber das summiert sich ja auch. Und vor allem, wir können das ja noch upgraden, dann wird es nochmal besser. Das habe ich kaum gespürt. Ja, spürst du das? Bam. Let's get it. Genau, hier haben wir die Abkürzung freigeschaltet. Dann, ja. Ach so. Hä? Jetzt umgehen wir die Wache, ne? Ich glaube, die würden wir nochmal machen. Die XP haben wir eh nicht mehr. Ah ne, hier ist sie, ne? Ach man. Sowas Doofes. Ach guck mal, wir können den Hinterhalt hinterhaltieren. Wir sind von hinten beim Hinterhalt. Ah ja, hier kam eine ganze Menge XP rum. Ich hätte eigentlich auch mal die Waffe nehmen können. Ja gut, ich kann die ja... Warte, wir gehen mal... wie machen wir das am besten? Boah, ich dachte gerade, ich werde zerquetscht. Wir gehen nochmal andersrum, weil dann kann ich schon mal die Druiden ausschalten. Und dann können wir vor allem auch gucken, ob die uns XP geben, während die quasi noch im Winterschlaf sind. Mal schauen. Wo geht's dann lang? Hier rum, ne? Glaube ich irgendwo. Ja, genau. Was? Von wo? Hä, wie kommt der denn jetzt? Achso, der stand da um die Ecke. Wow.
Nee. Chill mal. Kann ich einen Stim kriegen, bitte? Okay, schade, dass wir jetzt schon die Stims raushauen müssen. Genau, weil dann können wir die ja jetzt töten. Alarmiert ihr die jetzt? Nee, aber geben auch XP. Weil sonst würden die ja gleich wieder alle gegen uns kämpfen. Hallo. Mal gucken, wann wir die da alarmieren. Ich glaube, gegen ein paar müssen wir trotzdem kämpfen. Wie? Ich habe nichts aufgeladen. Ach, weil ich mit der anderen Waffe geschlagen habe, oder was? Okay, schon dabei. Lass uns gemeinsam kämpfen. Disziplin. Hey, pass auf. Warum musstest du hier auftauchen? Ich spieß dich auf. Ja, wollte nicht. Oh, shit. Sterben. Hilfst du mir mal? Das war gar nichts. Ja, das ist nicht gut. Wo ist denn der? Hey! Wow, okay. Ich dachte, der hat einen Bluescreen oder so. Ich hätte ihn am Leben gelassen, aber so natürlich nicht. So, jetzt kommt der Fight noch. Ne, kommt nicht. Achso. Oh. Wow. Der hätte bestimmt richtig viel XP gegeben. Ach man, scheiße. Das nächste Level kommt schon noch. So, diesmal mal aufpassen, was da auf uns zufliegt, ne? Ich dachte, dass... Ach so. Oh. Guck mal. Hatte ich ja freigeschaltet. Da sind nämlich irgendwelche Bolzen, die da auf uns zugeflogen kommen. Ah ja, jetzt sieht man sie auch. Ah, da muss ich von links nach rechts springen. Ah, okay. Na gut. War es doch nicht so safe, wie ich dachte. Weiß aber auch nicht, ob ich jetzt die XP hier aufsammeln will. Wie würden wir da überhaupt hinkommen? Hier hin, ne? Achso, da können wir... Ah ja. Da können wir wieder hochkrabbeln. Und da ist so eine... Kann man da auch klettern? Scheinbar. Ich glaube, ich würde einfach hier runterspringen, wenn das geht. Ah, nee, das wird wohl nichts. Ah, können wir hinspringen. Achso, da waren wir ja. Lol. Hm? Nur um die Ecke hier rum. Weil da unten ist ja dieses... Diese Machtessenz, nenne ich es jetzt mal. Hm, okay. Na gut, da kommen wir bestimmt noch hin. Vielleicht ist es auch erstmal noch zu. Achso, ich kann ja auf der Karte eigentlich gucken. Na, laut Karte sieht es jetzt nicht so aus, als ob wir nicht hinkommen würden. Aber sieht jetzt auch nicht aus, ob man da... Also ist gar nicht eingezeichnet. Also, vielleicht einfach ein Secret. Kann ich denn hier so runter? Ah, das ist aber ganz schön riskant. Vielleicht von da oben. Kann man von hier... So... Ja, so kann das was werden. Oder? Ah, cool. Okay, nice. Und dann?
Ich bin sehr gespannt, wie wir jetzt zurückkommen. Wieso geht das denn in die eine Richtung? Ach so, natürlich, wir können es dann... Ja, okay. Wir können es ja einfach fallen lassen. Aber, Oh, Level Up! Alter. Na gut, dann haben wir es richtig gemacht. Ich hatte natürlich schon das ein bisschen so Bedenken, was ist, wenn wir jetzt das einsammeln. Dann haben wir wieder 1,9 Level geführt und sterben dann. Und dann haben wir wieder ein Level verschenkt. Deswegen. Aber hat ja alles geklappt. Ist ja gut, Dugan. Können wir auch gleich unseren geilen Skill leveln. What? Das kam unerwartet. Noch haben wir es nicht geschafft. Kann ich nicht einfach auch darüber springen? Ah ja. Gute Arbeit, Kumpel. Sektor 5 Delta. Keine Anomalien. Ah, Werkbank. Scan läuft. Sektor 5 Epsilon. Keine Anomalien. Richtig, Artikel. Scan läuft. Sektor, das war aber auch fies, du. Eine Anomalie. Warum ist denn da keine Begrenzung? Hätten sie mal was hinbauen können. Oh Mann. Wir sind ausgesperrt. Sehr schön. Es gibt nur die Macht. Einfach in den Tod, ja, aber wenn dann richtig, du. Wenn dann aber richtig. So, jetzt gucken wir mal, wie das mit dem Lichtschwert aussieht. Weil eigentlich würde ich ja gerne das hier skillen. Nee, Lüge. Das hier. Aber weil wir jetzt ja den neuen Modus haben, den Blaster-Modus. Mal gucken, was wir da halt so skillen können. Fliegender Ausfall. Das klingt auch sehr interessant. Achso, ja, ja, okay. Ja, true, true. Ja, manchmal passiert es halt einfach. Ne? Kann auch nichts machen. Ah, das war echt. Das war bitter. Aber auch, wer baut denn sowas? Ich meine, man soll ja in beide Richtungen gehen. Das hatte ich wirklich. Bin erstmal weggeflogen. Ah, krass, oder? Ich meine, das ist ja dafür da, dass du in beide Richtungen gehen kannst. Und dann, wenn du nicht aufpasst, fliegst du einfach runter. Auch nicht schön. Oh Mann. So, was kann denn der fliegende Ausfall? Halte Linksklick, um die Distanz zu deinem Gegner mit einem gesprungenen Vorstoß zu überwinden. Zeig mal. So viel Schaden? Krass, okay. Halte Linksklick. Vor allem, er zieht ja erst den Blaster irgendwie. Guck mal, wie er erst den Blaster hält, dann rangeht und dann direkt hier. Bam. Stehen bleiben. Hände hoch. Direkt den Blaster ins Gesicht. Das finde ich gut. Und für einen Punkt ist das natürlich auch ganz geil. Was haben wir da? Blaster-Abklingzeit? Wahrscheinlich... Achso, erhalte zusätzliche Munition. Ja. Ich glaube, wir spielen jetzt doch erstmal ein bisschen mit dem. Dann... skill ich... Oder? Wir haben halt endlich mal diese zwei Punkte. Ja, aber... Ja, wir spielen ja damit. Ach komm. Jetzt mal. Das sieht auf jeden Fall stark aus. Und Gap Close ist immer ganz nice. Blaster-Abklingzeit. Einfach noch mehr Muni. Nehmen wir mit. Eines Tages nehmen wir schon die andere Fähigkeit. Aber ich denke mal, die Skillpunkte kommen schon noch auf uns zu. Die können wir gar nicht dodgen später. So, wie geht das jetzt? Ah, das Ding, ja. Vor allem nur mit dem Linksklick. Das ist ja nicht mal mit F. Wow, das ist ja schneller als Laufen jetzt. Naja, vielleicht nicht. Aber... So, war denn hier noch was? Da geht es auf jeden Fall noch hoch. Ich glaube, hier müssen wir auch hoch. Genau, dann kommen wir von hier dann wieder da zurück, denke ich. Ja. Würde ich sagen, gehen wir jetzt mal da zu dem Tor da. Müssen wir geradeaus und dann hier links um die Kurve. Und dann müssen wir eigentlich schon da sein. Ah ja, das sieht ja nach Spaß aus. Boah, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll.
Ich glaube, wir warten noch mal kurz ab. Oder kann ich da einfach hochspringen? Nein. Hallo, schnell, schnell, schnell! Oder kann ich hier einfach hochspringen? Ja, ist gut. Ah, den können wir vielleicht machen. Vielleicht kommen wir damit ein bisschen schneller voran. Hey Mo, hallöchen! Na du, wie geht's dir? Hast dich wieder bei deiner Tochter angesteckt? Das ist echt immer der ewige Kreislauf. Wir sind noch nicht am Ende. Kriegen das. Scheiße. Vor allem, er sagt jetzt selber schon, wir sind noch nicht am Ende. Please. Wait. What? Was schworen wir denn hier? Krass, okay. Hat aber ganz schön gedauert, oder? Bis es dich dann gecatcht hat. Ist ja schon länger krank, ne? Aber ist ja auch richtig scheiße, ne? Schön jetzt am verlängerten Wochenende krank sein. Jo. Urlaub auch noch, okay. Na gut, aber holst du dir dann zurück, oder nicht? Wenn du jetzt dann krank bist? Ja, ist noch schlimmer, das stimmt. Jo, danke für deinen Lurk. Warte noch mal kurz ab. Also ich würde mir zurückholen. Ich würde mir auf jeden Fall zurückholen. Ich meine, bei meinem letzten Urlaub... War das der letzte Urlaub? Das war der letzte Urlaub. Eben zu Weihnachten. Da habe ich mir auch... Oder war das mein letzter Urlaub? Ich glaube schon. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Den habe ich mir natürlich auch zurückgeholt, weil da hatte ich auch noch Corona-Befall. Und... Das ist ja mal sowas von... geeignet, sich den Urlaub zurückzuholen. Man ist da immer... viel zu gütig, finde ich. Ich meine, man hat schon nur so wenig Urlaub im Jahr, dann muss man den auch nehmen dürfen. Und wenn man krank ist, dann ist das halt scheiße, aber dann muss man dann halt auch sich den zurückholen. Oh, warte mal, will ich das überhaupt? Also hier geht's nicht mehr weiter, ne? Ne, genau. Achso, okay, wir wollen hier hin, aber... Achso, da rechts ist ja auch so eine Linie. Und wir können ja eh rüberspringen, haben wir gesehen, ne? Von daher... Achso, jetzt müssen wir hier hin. Was tust du? Nein! Wow. Was ein Desaster. Hey! Okay. Hilf mir besser. Jetzt haben wir einen Stim nehmen, bevor wir sterben. Ich glaub's nicht, war schon da und dann sowas. Wie die feuert uns an. Oh, mein Gott. Vielleicht zu Recht. Oh Mann. Das Spaß, Kumpel? Ja, er muss ja auch nichts machen. Er kann ja ganz gechillt auf der Schulter sitzen, ne? Noch eine Basis für die Bedlam Raider. Wir sind nicht aufzuhalten. Die anderen Droiden sind echte Trottel. Sie machen alles, was wir sagen. Ich würde solche Befehle niemals befolgen. Niemals. Nicht ich. Außer sie kommen von Ravis. Aber lieber lasse ich mich verschrotten, als dass mich jemand anders rumstößt. Na gut, ich meine, wenn er Ravis nicht zuhört, dann wird er auch verschrottet, von daher. Aber ja, diese Droidensprüche sind echt gut.
Tschüss. Ich helfe gerne. Nice. Was für eine unheimliche alte Ruine. Aber wenn der Boss sagt, hier ist irgendwas, stelle ich keine Fragen. Geist an der Maschine. Raiders wollte, dass die verlassenen Hallen der Mondstation gründlich durchsucht werden, auch wenn die Raider selbst den Grund dafür nicht verstanden. Na gut. Das ist halt... Oh shit, was ist das? So ein antikes... Machtkonstrukt, das kennen die wahrscheinlich dann. So witzig es ist, gegen etwas kämpfen zu können. Ravis wäre wohl nicht begeistert, wenn du näher kommst. Also verschwinde, Jedi. Ne, da kann ich dagegen schießen. Ja. Kann ich wieder mit denen reden, wie gestern? Ne, scheinbar nicht. Oh, hier sind diese Drohnen. Na gut, hier müssen wir wohl lang. Ja, ich gucke nochmal. Genau. Weil man kann irgendwie mehrmals Sachen mit denen triggern. Das hatten wir gestern auch. Von daher habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass die sich noch... Achso, warte mal. Ich kann ja was machen. Stimmt. Guck mal, ich kann den ja da durch... Oh no. Nee. Oh wow, der hat den ja echt fast getötet. Was? Ah, schon vorbei. Ich bin keine Bedrohung. Oh. Oh, macht er jetzt auf? Vielleicht diffundieren die hier einfach durch? Na komm, 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 komm. Schade. Hey, Kumpel. Ah, nicht schlecht. Haben wir schon mal ein bisschen abgeschwächt. Bodenimpuls. Neuer Musiktrack. Habt ihr das gehört? Na gut, dann laufen wir mal außen rum. Ach, da oben kommen wir doch auch rein. Ich nehme mal die Waffe dafür. Gegen mehrere Gegner dann immer noch die bessere Wahl. Okay, wir sehen den HP-Balken von dem Druiden da. Hey, komm mal her. Ich glaube, wir sind nicht zu schwer. Sieht gut aus. What? Achso, hier. Lol. Ich dachte sowas von, dass wir da durchs Fenster müssen. Der Hebedruide. Oh. Sie kann das bestimmt für uns entschlüsseln. Ach, eine Datendisk? Oh, das ist gut. Das. Oh, jetzt haben wir 5. Jetzt können wir uns einen Boni holen. Geil. Darauf haben wir die ganze Zeit gewartet, dass wir endlich mal 5 Datendisks haben. Wir können zum Beispiel unseren Schaden erhöhen. Oder mehr Machtregeneration. Schon ganz nice. Ich leuchte mal die hier. Wow, warum hat das so viel Schaden gemacht? Die halbe Raider-Armee hier stationiert. Muss sich lohnen, es zu verteidigen. Ja gut. Mehr ist hier gar nicht, ne? Können wir dafür gehen? Die wären auch selber gar nicht rausgekommen, ne? Ist ja auch interessant. Ach so! Nice. Nice Jump. Ja, aber also interessanterweise sind die hier selber eingesperrt, weil die kommen ja niemals hier hoch. Das heißt,
Wenn ich da einfach gekämpft hätte, die wären da einfach verreckt, so, ne? Aber jetzt können wir ja hier mit da hoch. Das ist natürlich was anderes. Ah ne, von hier kamen wir doch, oder? Ja. Na gut, aber ist der Weg zurück halt. Oder war da hinten noch was? Ah, hier ist noch ein anderer Druide auf der anderen Seite. Hab ich gar nicht gesehen. Dann schauen wir uns den doch nochmal an. Können wir noch eine andere Ebene erforschen. Ja, was hast du zu sagen? Können das Labor nicht betreten? Ja, das dachte ich mir schon. Sie sollen nicht. Alles okay? Sorry, Spaß. Sie dürfen nicht hinein. Ja, fährt gerade runter. Soll ich eigentlich alle töten, oder? Ah, will ich gar nicht, ne? Deswegen. Och, ach so? Ach, guck mal, hier ist eh noch ein neues Gebiet. Hab ich gesehen. Tja. Das ging schnell. Mit wem redet er denn? Alleine. Netter Fund. Bringen wir sie zu sie. Oh, noch eine Datendisk. Alter. Wir brauchen. Davon können wir echt. Das ist bisher das Einzige, was ich wirklich zu schätzen weiß, diese Datendisks. Diese Schriftrollen und die. Was haben wir noch? Diese. Diese Prioritklumpen. Die. Weiß ich, klar, Cosmetics und so und. Die eine Tür haben wir auch schon freigeschaltet. Aber. Die Datendisks sind schon echt geil. Oh, schön, ich habe keine Macht. Nicht das schon wieder. Ein Anfängerfehler. Ja, Mann. Wollte ihn episch killen. Achso. Hier war doch gerade dieser eine Roboter. Hat sich bestimmt wieder aus dem Staub gemacht, ne? Weil was mit diesen Robotern ist, das muss ich noch rausfinden. Weil das weiß ich nämlich auch noch nicht. Echt, einer hat ein Gewehr von denen? Habe ich gar nicht gesehen. Achso, das ist wahrscheinlich der, der sich selber ausgeschaltet hat mit den Granaten. Das kann gut sein. Was auch immer passiert ist, hat diesen Mond in Stücke gerissen. Das ist bestimmt der Laser, oder nicht? Oh nein. Müssen wir uns hier mal ranholen. Ich finde das auch schön abwechslungsreich, ne, mit den ganzen Platforming-Elementen, Kämpfen, Story. Schöner, schöner Mix. Okay. Okay. Festkrallen. Hier ran, ne? Und alles nur, weil ich eigentlich zu diesem anderen Frachtdruiden wollte. Sind wir jetzt noch gar nicht hin. Oh, lustig, dass dieser ganze Bereich da noch war. Ach, geht gar nicht. Ich sehe dich da drüben.
Wer patrouilliert denn rückwärts?